Wie sieht denn mein Skateboard aus? Da ist ja voll viel Staub drauf. Oh Mann, ich muss das Skateboard mal wieder benutzen. Habe ich denn überhaupt irgendwas vor heute? Nö, natürlich nicht. Deswegen werde ich jetzt wieder Skateboard fahren. Hey Hanna, was machst du schon wieder? Sag mal, hast du vielleicht Lust, mit mir mitzukommen? Ja, warte auf mich. Ich räume nur noch schnell auf. Alles klar, ich warte dann unten. Aber beeil dich bitte. Hey Mama, hey, ganz, ganz hübsche Mama. Ich wollte dich mal was fragen. Hallo Julian. Oh, willst du schon wieder nach Taschengeld fragen? Nein, bitte nicht. Nein. Immer wenn du so nett und freundlich bist, führst du irgendwas im Schilde. Hey, ich bin immer nett und freundlich. Okay, was gibt's denn? Ich wollte dir eigentlich nur sagen, also du siehst heute echt super aus, aber Julian? Du siehst eigentlich jeden Tag super aus. Ja, warte, lass mich doch ausreden. Julian, was möchtest du denn jetzt von mir? Schieß los. Hä? Also, warum? Ich will immer was, aber ja gut, wie ist der Zufall? Ja, ich wollte fragen, ob ich zum Spielplatz gehen darf. Aber nicht alleine. Nein, nein, Hanna kommt auch mit, da kommt sie doch schon. So, ab zum Spielplatz. Habe ich da gerade meinen Namen gehört? Julian, kann's losgehen? Ich bin bereit. Ja, wir können los. Also, wenn du mitkommst, dann darf ich auf den Spielplatz. Also, ja, wir können los jetzt, ja. Super. Hanna, du weißt ja, pass gut auf deinen Bruder auf. Ach, Mann, Mama, ich mach doch nichts. Ach, Mann, das ist irgendwie voll blöd. Letztens, da durfte ich alleine sogar ins Freibad und jetzt darf ich nicht alleine hier auf dem Spielplatz und du musst mitkommen. Das ist ja super. Ich kann auch hier bleiben, Julian. Nein, du kommst auf jeden Fall mit. Und seid bitte zum Mittagessen wieder zurück, ihr beiden. Ja. Machen wir. Aber Mama, bitte keine Spiegeleier und kein Bohneneintopf, da kriege ich wieder Blähungen von. Spiegeleier und Bohneneintopf? Gute Idee, könnte ich eigentlich mal wieder machen. Aber jetzt, wo die beiden weg sind, kann ich endlich in den Garten gehen. Im Schuppen steht noch der neue Fahrradanhänger und den wollte ich unbedingt Emma mal zeigen. Oh Mann, die wird echt Augen machen, das ist so ein schickes Teil. Oh, ich glaube, ich habe jetzt genug geschlafen. Ich war so müde nach dem Frühstück. Da habe ich mich nochmal hingelegt. Aber jetzt bin ich hellwach. Hanna, wollen wir vielleicht... Hanna? Ich wollte gerade fragen, ob wir Puppen spielen wollen. Wo ist sie denn? Hanna, Julian? Julian ist auch nicht da. Wo sind denn alle hin? Haben die mich hier etwa alleine gelassen? Das fände ich gar nicht gut. Es gibt auch noch kein Mittagessen. Also hier ist auch keiner. Mama, Papa, hier ist, Mama ist auch nicht da, weil die ist auch ganz oft in der Küche und macht ein Mittagessen für uns. Und Papa, der ist auf der Arbeit. Und im Wohnzimmer ist auch keiner. Nicht Julian, auch nicht Hanna und auch nicht Mama. Ich glaube, ich bin alleine, die haben mich vergessen hier. Emma, was machst du denn da? Bist du denn schon wieder aufgewacht von deinem kleinen Schläfchen? Und wer hat dir eigentlich gesagt, dass du Fernsehen gucken darfst? Mama, da bist du ja. Wo warst du? Ich hab dich so vermisst. Emma, ich war nur ganz kurz im Garten. Schau mal, was ich mitgebracht habe. Guck mal. Oh, was ist das denn? Ein Fahrrad und dazu auch noch ein Anhänger. Wie schön. Darf ich dann damit auch mal fahren? Oh Mama, damit können wir ganz tolle Touren machen, Fahrradtouren. Und ich setze mich da hinten rein oder vielleicht auch in den Fahrradkorb. Komm, Emma, ich helfe dir. Hier in den Fahrradkorb hinein. Achtung, Kopf einziehen. Ich kann das schon, ich krieg das schon hin. Und, wie ist es da drin? Oh, ich find's richtig toll. Man kann sich hier auch schon fast hinlegen. Ich muss gar nichts machen, ich muss nicht mal Anschwung geben oder so. Können wir losfahren? Oh, ich find's so schön, Mama. Und bald kann ich auch bestimmt selber Fahrrad fahren. Dann kann sich hier auch wer anders reinlegen. Vielleicht Samira oder Simba auch. Ist doch eine super Überraschung, Emma, oder? Ich finde das Fahrrad auch richtig klasse. Es passt super gut. Und dann können wir eine richtig tolle Spritztour gemeinsam machen. Was meinst du? Oh ja, wir können ja vielleicht mal raus und ein bisschen rumfahren. Wo sind eigentlich Hanna und Julian? Die können wir auch besuchen.